Nur einen Tag haben Computertechniker und Möbelpacker Zeit, den Umzug von Redaktion und Mediaberatung der Nordwestzeitung in Kloppenburg zu stemmen. Schon am Sonntag, den 29. März, muss der Betrieb wieder laufen, im neuen Domizil an Lange Straße 70 in Kloppenburg. Der Umzug wurde sorgfältig vorbereitet, damit der Wechsel von der Mühlenstraße in die neuen Räume nur wenige hundert Meter entfernt reibungslos klappt. Ein wenig Wehmut schlich sich bei der Planung gelegentlich ein. Kein Wunder, denn die Kloppenburger waren rund 29 Jahre am bisherigen Standort. Doch die und die Mediaberater freuen sich auch auf ihre neue Wirkungsstätte.